YouTube heute für euch. Bin ich unterwegs im E63S AMG. Wir werden kurz auf die Leistung eingehen. Wir werden kurz auf das Thema Hardware eingehen. Was ist bei diesem Auto möglich? Wir werden ein Video anhängen bezüglich der Schubabschaltung, was hier gewünscht ist. Ja, einfach mal schon rund ums Fahrzeug. Wir haben ein E63 AMG mit dem M157, in diesem Fall ein 5 Liter V8 Biturbo. Ja, die Serienleistung liegt bei diesem Modell bei 557 PS. Gibt allerdings auch noch zwei andere Varianten. Ganz am Anfang nach der Umstellung von M156 war man bei 525 und im E63S in diesem Fall mit 4MATIC sind wir bei 585 PS. Hardware-technisch bei diesem Fahrzeug muss man nicht unbedingt Hand anlegen. Es ist einfach so, dass das Fahrzeug nur durch Software schon relativ viel Potenzial hat. Ja? Das heißt, allein durch eine Anpassung der Motor- und Getriebekennfelder sind knapp über 700 PS und deutlich über 1000 Newtonmeter möglich. Das ist immer so ein bisschen schön oder gut gesagt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was macht das Fahrzeug mit. Also es gibt natürlich Autos, da fängt das Getriebe wegen mir schon bei 1100 Newtonmeter an, Probleme zu machen, oder bei 1050 Newtonmeter. In diesem Fall hier gemessen, allerdings nicht dort gemessen, wo wir messen gehen, sondern auf einem anderen Prüfstand lagen wir bei 1280 Newtonmeter und 710 PS. Das ist natürlich für dieses Fahrzeug schon relativ beachtlich, wenn man überlegt, dass wir eine Ausgangsleistung haben von knapp 150 PS weniger und von über 400 Newtonmeter weniger. Ist das schon beachtlich. Also das Fahrzeug hat sehr, sehr viel Potenzial, dass man, wenn man natürlich an die Hardware geht, sei es Turbolader, sei es Downpipes etc., dass man da natürlich das Potenzial noch deutlich weiter ausschöpfen kann. Ja? Thematik Getriebe ist natürlich irgendwo ein Problem. Entschuldigung, das Getriebe fängt irgendwann das Rutschen an, das ist schon thematisiert worden vorher von mir. Da gibt es irgendwo eine Grenze, wo einfach man dann arbeiten muss an der Hardware, um da noch weiter zu kommen. Die Frage ist halt immer nur, für wie viel Geld möchte man wohin? Und das ist halt hier relativ schwierig. Ja? Man kommt hier mit einer einfachen Software, ich sag mal ganz vorsichtig, mit 2.500 Euro schon relativ weit. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, nein, ich möchte das Maximum, ich möchte 800 plus, ich möchte 1400 Newton als Beispiel. Das geht, der Motor kann das, das Auto kann das. Aber dazu muss man halt einiges verstärken und umarbeiten, dass es auch haltbar bleibt. Und da muss sich jeder selber seine eigenen Gedanken machen, in welchem Maße er da Geld investieren möchte. Der Auftrag hier oder die Sache hier ist rein das Thema mit der Schubabschaltungsgeschichte. Es ist ein Trend, der momentan kommt. Da gibt es etwa genügend Videos auf YouTube von mir, die zu 99% positiv gesehen werden und auch so abgesegnet werden, beziehungsweise wo gesagt wird, ja, gute Einstellung. Aber es gibt auch die, wo dann meint, sie müssen haten mit Cutkiller etc. und. Soll sich jeder seine eigene Bildung, eigene Meinung bilden oder sein eigenes Bild davon machen. Ich bin immer noch der Meinung, wenn man es in Maßen macht, ist es nachweislich definitiv so, dass es keinerlei Schwierigkeiten gibt, und so wird es auch hier sein. Ja. Bei diesem Auto jetzt speziell sind die Forecuts bearbeitet, kann man ja mal so in den Raum stellen, um natürlich auch thermisch und leistungstechnisch noch ein bisschen zu kitzeln, weil es halt einfach doch so ist, dass es thermisch definitiv von Vorteil ist bei diesem Motor, wenn man da irgendwo an eine Grenze geht, um einfach die Abfuhr der Wärme bzw. der Abgase, die Hitze relativ schnell und zügig vom Lader wegzunehmen.
Was noch alt ist, ist in dem Fall der Sammler. Das ist auch so eine Thematik, wo man auf jeden Fall noch machen könnte, um dieses noch weiter zu verfeinern, beziehungsweise um den Ladern noch schneller, noch mehr Thermik einfach wegzunehmen, weil der Abgasfluss deutlich reibungsloser läuft. Zum Thema Schubabschaltung werde ich nachher ein Video noch mit einbauen, dann könnt ihr eure Meinung gerne kundtun. Bei dem Auto machen wir es relativ kurz. Ja. Und ihr könnt aber jederzeit, wenn ihr vom Gas geht und es ist euch zu kurz, kurz das Gas wieder antippen und dann ist er ja sofort wieder im Modus mit der Schubabschaltung, das heißt, dann ist sie sofort wieder aktiv, beziehungsweise nicht aktiv. Und ja, ich bin gespannt, was er sagt, ich bin gespannt, wie es klingt. Ich habe es bei diesem Modell selber noch gar nicht gehört, beziehungsweise überhaupt gemacht. Ich muss sagen, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, was rauskommt. Und ich kann es aber noch gar nicht einschätzen. Ja, ich finde den so schon vom Klang her relativ gut und auch relativ laut. Und jetzt, was die Schubabschaltung noch das Übrige dazu bringt, das wird man dann sehen. Wird mal gucken, ob es auf dem Video festhaltbar ist. Je nach Verkehr kriegt man vielleicht nachher noch ein kurzes Tacho-Video ran. Möchte ich aber mal nicht versprechen, weil wir haben jetzt gleich 15 Uhr und vermutlich, bis wir soweit sind, wird es wahrscheinlich vom Verkehr her nicht möglich sein. Ja. Wer Fragen hat zu diesem Fahrzeug, wer so ein Fahrzeug machen lassen möchte, kann ganz normal auf der Homepage schauen, in dem Fall www.kstreet-performance.com, oder ihr schreibt eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse. Und zwar wäre das die Info und dann @kstreet-performance.de. Ja, da werden wir die Fragen dann ausführlich beantworten, was auch möglich ist. Schon gesagt, von Stufe 1 bis 800 plus ist alles machbar, aber halt je nachdem, was man wünscht, mit einem höheren Budget und auch mit einem höheren Zeitaufwand verbunden. Aber das kann sich jeder selber einteilen. Würde ich sagen, reden wir gar nicht viel weiter. Jetzt geht es ab auf die Autobahn zum Testen und dann werde ich nachher ein kleines Video machen, wie es klingt. Bis bald, beziehungsweise bis nachher. Ciao. Hoffe ich, dass euch das kleine kurze Video vom E63S gefallen hat. Ich sitze bereits schon im nächsten Auto. Nächstes Video, Golf 5 Edition 30. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, was das Auto kann. Das aber im nächsten Video. Nochmal kurz zum E63S, wenn ihr das auch haben wollt. Wenn ihr andere Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Hardware-Modifikationen haben wollt, meldet euch per Mail, schreibt uns eine Nachricht, schreibt was in die Kommentare. Wir freuen oder ich freue mich auf euch und wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos mit diesem Edition 30. Seid gespannt, es wird laut, es wird schnell. Bis bald, euer Kevin. Ciao.